Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, ich muss mal noch ein bisschen das Mikro nachjustieren. So, wir starten heute in Vorpinter, denn ich möchte jetzt weitermachen mit der nächsten Gretchen-Teilquest. Übrigens wird morgen noch eine Folge kommen. Ich nehme jetzt gerade am Update-Tag auf letzte Woche. Also da, wo die neuen Sachen auf der Ranch reingekommen sind. Und ich habe beschlossen, dass ich doch heute schon mal die Rennen zeige. Denn ich möchte euch gerne mitnehmen, wenn ich sie das erste Mal mache. Und ich möchte ungern jetzt eine ganze Woche warten und mir die Rennen durch die Lappen gehen lassen, weil es jetzt gerade auch noch extra Gold dafür gibt bis Ende des Monats. Und damit auf die Quarter Horses warten. Deswegen werde ich dafür dann nochmal Candy Crush satteln, denn Candy Crush möchte ich jetzt als nächstes ausleveln. Und ja, so machen wir das. Ich habe hier schon wieder meine Haare sind schon wieder verrutscht. Ich bin ja hier immer noch am Basteln wegen der grünen Flecken auf der Schulter. Ich verstehe das nicht, warum das hier immer so komisch erkannt wird von der Farbe her. I don't know. Na gut. So. Da ist ja wieder der Günther. Mit dem müssen wir wieder reden, weil sie immer noch nicht nach Hause gekommen ist. Uff, Gretchen ist noch nicht aufgetaucht. Sie muss sehr hungrig sein. Warum ist sie nicht sofort nach Hause gekommen? Günthers Handy klingelt. Gretchen, jetzt musst du nach Hause kommen. Was, du hast dich wieder verlaufen? Wo bist du, Gretchen? Aha. Ach so. Gretchen sagt, dass sie in einem Wald mit goldenen Blättern ist. Die Blätter fliegen herum und sie findet den Weg nicht heraus. Wie zur Hölle ist sie bis nach Golden Hills gekommen? Wie ist sie da hingekommen? Ja, den Transporter zu Jasper kann ich immer noch nicht nehmen, weil ich den noch nicht freigeschaltet habe. Nach wie vor nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt den Transporter zur Reitarena und reiten von da aus dann in den Goldblattwald. Also ganz ehrlich, wie hat es Gretchen denn geschafft, von den Ölfeldern wieder so weit zu laufen und nach Golden Hills zu stiefeln? Also, dieses Mädchen, ne? Dem sollte man einen Boomerang umbinden, dann kommt es automatisch zurück. Das gehört doch nicht hier, das ist ja, also ganz ehrlich. Die würde ich, glaube ich, nie wieder alleine laufen lassen als Elternteil. Oh Gott, wenn das jedes Mal so ein Krampf ist, wenn die irgendwo alleine auf eigene Faust hingeht, was erkunden. Also, ganz ehrlich, das ist ja... Oh mein Gott. Das ist krass. So, dann wollen wir doch mal das Rennen. Hier habe ich noch nicht freigeschaltet. Das können wir noch nicht machen. Hier kommt nämlich auch noch eins hin. So, so viel kann ich sagen, ohne diejenigen zu spoilern, die es noch nicht wissen. Hallo Tiffany, wie schön, dass du mich gefunden hast. Ich hatte etwas Angst. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß, ich habe versprochen, sofort nach Hause zu gehen. Aber dann habe ich einen so schönen Garten gesehen, dass ich mir diesen angucken wollte. Und wahnsinnig viele goldene Bäume in der Ferne. Und dann bin ich durch ein Eisentor gelaufen. Und dort hat mich ein Wolf verjagt. Und jetzt fliegen überall solche Blätter um mich herum. Eine sehr wirre Geschichte. Nach Fort Pinter, sofort, ja. Mit dem sofort wird wohl nichts. Ich lasse mich jetzt abholen und dann fahren wir nochmal eben nach Fort Pinter rüber. Das geht ein bisschen schneller. Und dann können wir ja mal gucken, dass wir noch vielleicht mit der Geisterquest weitermachen. In dieser Folge hier. Halt, wo will ich denn hin? Ich habe jetzt gestern am Dienstag, den, was war das denn? Der 14. habe ich noch einiges gelevelt mit Candy Crush. Ich habe tatsächlich ein Rennen vergessen, hatte ich dann keinen Bock nochmal hinzufahren oder hinzureiten. Ansonsten habe ich alle Rennen gemacht. Ich habe auch noch ein paar Dailies gemacht, einfach um ein bisschen Gold zu verdienen für die Western-Ausrüstung. Weil ich die ja schon ganz gerne hätte, aber ich habe einfach keinen Bock dafür, so viel Geld auszugeben. Und deswegen muss ich mich jetzt irgendwie ranhalten. Außerdem muss ich ja sowieso die Pferde leveln wegen der Quarter Horses. Jetzt ist sie auf dem Weg. Ich hoffe, sie wird nicht wieder abgelenkt. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Aber leider weiß ich ja, dass sie nochmal abgelenkt wird. Wo geht's denn jetzt weiter mit der Geisterquest? Ach, der Ratsmann, natürlich. Der Ratsmann in Silverglade. Ja, dann lass uns doch da mal hinreiten. Dann schaffen wir zwar ein bisschen weniger, wenn wir reiten und nicht fahren, aber es ist ja auch blöd, in einem Pferdespiel immer zu fahren, ne? Es ist ja auch irgendwie doof. Das ist nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Oh Leute, ich bin jetzt eben hier in meine Wohnung gefahren, wo ich ja momentan nur zum Aufnehmen bin. Da ich mit dem Renovieren überhaupt nicht vorwärts komme,
Schlafe ich hoch? Schlafe ich immer noch in meinem alten Kinderzimmer, wo ich zum Glück noch mal unterkommen konnte. Ansonsten bin ich ja den ganzen Tag sowieso auf der Arbeit oder eben hier im Büro oder bei meinem Freund. Und ich habe alles, was ich mir mitnehmen wollte. Also Frühstück habe ich dran gedacht, das habe ich aber noch nicht gegessen. Mir knurrt zwar der Magen, aber ich wollte jetzt erst die beiden Aufnahmen machen. Aber ich habe alles, was ich mir zu trinken hingestellt hatte, habe ich alles vergessen. Ich vergesse ja generell auch immer zu trinken, wenn das neben mir steht. Aber jetzt habe ich meine kompletten Getränke vergessen. Das muss man auch erstmal hinbekommen, ne? Gut, ich habe noch eine Flasche hier. Ich habe ja die PET-Flaschen, diese Plastikflaschen, verwende ich ja immer mehrfach. Aber ich habe ja eigentlich so eine Aluflasche. Jetzt habe ich hier noch so eine Plastikflasche stehen, aber die nutze ich halt auch nicht gerne, weil das da draußen immer ein bisschen komisch schmeckt. Ich habe ja kein Problem mit Leitungswasser, trinke ich sogar sehr gerne. Das schmeckt hier sehr, sehr gut in der Region. Aber, Pikachu? Da hat gerade mein Freund geschrieben. Mit dem Pikachu-Sound. Es ist so süß. Pikachu? Es ist so goldig. Ich war unten im Archiv und habe den Report zum Unglück gefunden. Die Brücke wurde schlecht gebaut. Es hat sich herausgestellt, dass die Baufirma GED altes Holz und schlechten Beton benutzt hat, um mehr Geld an der ganzen Sache zu verdienen. Seine Frau, Frau Hill, ist nach Fairgrove gezogen, steht in dem Bericht. Wenn du mehr wissen willst, kannst du mit meinem Kollegen, dem Ratsmann in Fairgrove, sprechen. Ach ja, ne, wie passend. Rein theoretisch sollte ich dann jetzt eigentlich direkt das Pferd wechseln. Damit ich dann direkt weitermachen kann. Dann könnten wir mal noch gucken, was das hier für eine Quest ist. Dann hebe ich mir das nämlich auf. Warum heißt jetzt Donald Dexton? Das finde ich total verwirrend. Oh, wie großartig. Eine solche Heldentat, Tiffany. Ich werde sofort damit anfangen, das Sakko des Ratsmannes zu reparieren. Mit meiner Lieblingsnähnadel wird das im Nu gehen. Na also. Bitteschön, hier ist das Sakko. Grüß den Ratsmann von mir. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, wir sollten ja die Nadel suchen, die Donald verloren hatte im Heuhaufen. Und die hatten wir dann gefunden und jetzt konnte er das fertig nähen. Ja, weil das ist jetzt Blödsinn, wenn wir sowieso da oben noch hin müssen. Dann lasse ich mich nämlich wieder nach Moorland abholen und dann können wir den Transporter nehmen. So. Oh, danke, das ging aber schnell. Er ist schon sehr tüchtig, dieser Schneider. Ja, eine andere Sache noch. Es sieht so aus, als ob jemand hier eine Menge Abfall rund ums Rathaus verstreut hätte. Es liegen überall haufenweise Papiere herum. Kannst du mir beim Aufräumen helfen? Ich habe den Großteil der Papiere schon eingesammelt, aber ein paar davon wirbeln so wahnsinnig schnell herum, dass ich sie einfach nicht erwische. Du, Tiffany, schmeiß die Papiere nicht weg, die du einsammelst. Das kann uns vielleicht einen Hinweis darauf geben, wer diesen Abfall verursacht hat, oder was? Ja, das stimmt. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir die alle einfangen. Das ist auf dem Pferd wahrscheinlich tatsächlich leichter. Obwohl, ja, Wenn man dann weit genug oder zu weit davon wegreitet, dann legt man sich auf die Nase, weil man sich vom Pferd beugt und dann wie so ein Husar an der Seite hängt und so. Nein! Wieder nicht erwischt. Hierher, Blättchen, 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 hierher. So. Das haben wir auch. Jetzt fehlt hier rechts noch eins. Hier fliegt noch eins rum. Hier oben. Gut, damit hätten wir das auch alles. Tatsächlich möchte ich mir übrigens mit als erstes auch die Chaps besorgen, weil ich glaube, die passen perfekt hier zu diesem Oberteil. Können wir gleich mal gucken. Das geht ja auch über den Shop rein, theoretisch. Du hast alle herumwirbelnden Papiere eingesammelt? Sehr gut. Meine Unterschrift steht da drauf? Du solltest doch nicht lesen, sagte ich. Okay, ich werde dir erklären, was passiert ist. Aha. Okay, okay, das waren alles meine Papiere und es war kein Dieb, der meine Kleider gestohlen hat. Das ist etwas peinlich für mich, verstehst du? Ich bin ja nicht direkt ein Faulpelz, aber heute Morgen war ich so müde, dass ich mich für einen Moment hinausgeschlichen habe, um ein Schläfchen zu machen. Das mache ich normalerweise nicht, aber heute ist es einfach so passiert. Ich habe mich in den Uhrturm hinaufgeschlichen, weil dort normalerweise niemand ist. Ich habe mich direkt hinter das Ziffernblatt gelegt, weil man hier doch so eine schöne Aussicht hat. Da habe ich gesehen, dass der Minutenzeiger etwas falsch ging. Nicht viel, aber wenn man sich wie ich ganz nah an der Uhr befand, war es deutlich zu sehen.
Ich habe die kleine Luke neben dem Zifferblatt geöffnet und bin hinausgeklettert, um das zu korrigieren. Ich habe schließlich gesehen, wie Bonnie das viele Male gemacht hat und es sah so leicht aus. Aber das war es nicht, wirklich nicht. Als ich mich hinausstreckte, bin ich ausgerutscht und hinausgefallen. Konnte mich gerade noch am Minutenzeiger festhalten, bevor ich in den Tod stürzen sollte. Ich überlebte also, aber wie sollte ich wieder zurück nach oben kommen? Ich versuchte, mit den Beinen zu schwingen und Halt zu bekommen, um mich nach oben zu hieven, aber das hat nicht so gut geklappt. Das Einzige, was mir gelang, war, in ein Wespennest zu treten. Oh, wie wild die Wespen auf einmal wurden. Als ich sie sah, habe ich Panik bekommen. Irgendwie gelang es mir, wieder durch die Luke zu klettern, aber meine Hose blieb draußen an der Uhr hängen. Dann bin ich die Treppe hinuntergeflohen und durch die Stadt. Dabei habe ich alle Papiere und meine Kleider verloren. Bis zum Schloss bin ich gelaufen. Erst da habe ich gemerkt, dass mich die Wespen nicht mehr verfolgen. So, nun weißt du, wie es gewesen ist. Versprich mir, dass du niemandem davon erzählst. Wenn du nur meine Hose oben im Uhrturm holen könntest, dann verspreche ich dir, dass ich diesen Pferdetransport für dich arrangieren werde. Könntest du das machen? Danke, Tiffany. Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Du bist einfach viel jünger und stärker als ich und hast sicher keine Probleme, da oben durch die Luke zu gelangen und meine Hose zu holen. Viel Glück! Was hat der Glück, dass er noch eine Ersatzhose hat? Ansonsten hätte er jetzt hier die ganze Zeit in Unterwäsche gestanden. Aber da sieht man gar keine. Da sieht man doch gar keine Hose. Aber gut, dann wollen wir da mal reinklettern. Das machen wir jetzt diese Folge noch. Und dann werde ich zwischendurch, wie gesagt, mal das Pferd wechseln. Dann machen wir die Rennen. Ist wieder Galopptakt hier. Freitakt. Da sind die Wespen. Zzz, bzz. Die Wespen scheinen sehr verärgert zu sein. Zzz, bzz. Die Wespen attackieren dich. Flieh so schnell du kannst. Hey, die Wespen sind zurückgekehrt. Du hast das geschafft. Ah, hast du meine Hose? Nein. Die Wespen haben dich auch attackiert. Sie waren richtig aggressiv. Ich habe geglaubt, dass sie jetzt nach Hause geflogen sind. Was sollen wir denn jetzt machen? Tja, komm, das machen wir noch eben. Du, ich frage mich, ob Bonnie uns nicht helfen kann. Was glaubst du? Es ist ja praktisch ihre Uhr. Also kann sie sich wohl zur Verfügung stellen. Frag Bonnie, Tiffany, und beeil dich. Diese Reservehose ist nicht annähernd so warm wie meine gewöhnliche. Und obwohl ich meine langen rosa Unterhosen anhabe, friere ich wie ein junger Hund. Ach, vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Frag Bonnie, Tiffany. Ich warte hier. Okay, dann laufen wir da mal kurz zu Fuß hin. Das ist ja nur gerade eben fix nebenan. Oha, was ein Chaos hier. Hallo Tiffany. Was ich mache? Ich bin soeben meine gewöhnliche Runde durchs Dorf gegangen, um die Verehrung und Bewunderung aller Dorfbewohner entgegenzunehmen. Es ist fast ein bisschen anstrengend zu sehen, wie sie mich bewundern, aber das ist eine Bürde, die ich mit Stolz trage. So, was führt dich hierher? Brauchst du einen Helden, der eine richtige Heldentat ausführt? Die Hose des Ratsmannes hat sich in der Uhr auf dem Uhrturm verfangen. Tiffany, wer glaubst du, wer ich bin? Das ist doch absolut beschämend. Mich! Mich! In so einer Angelegenheit um Hilfe zu bitten. Soll ich mich etwa herablassen und die Wäsche, die der Ratsmann aufgehängt hat, abnehmen? Ich dachte, wir wären Freunde. Aber nun offenbarst du deine wahre, hinterlistige Seite. Keine Wäsche? Er wäre fast hinuntergestürzt? Ha, seine Hose kann gut und gerne dort hängen bleiben. Ich denke nicht daran, sie herunterzunehmen. Es waren Wespen im Uhrturm, die ihn verängstigt haben, sodass er seine Hose verloren hat? Haha, das ist wirklich urkomisch. Warte. Stopp. Noch einmal zurück. Was hast du eben gesagt? Wespen? Wespen in meiner Uhr? Warum immer ich? Warum? Du klopfst der Uhrmacherin auf den Rücken. Oh, entschuldige. Wespen. Oh. Ja, ich glaube, damit haben wir soeben die Hilfe uns von Big Bonnie gesichert. Aber ihr Lieben, das erfahren wir nicht mehr diese Folge, nein, auch nicht nächste Folge, denn oder wahrscheinlich nicht nächste Folge. Nächste Folge kommen erstmal die Rennen auf der Ranch und da gibt es ein bisschen mehr zu erkunden. Ich bin mal gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall mit euch gemeinsam anschauen. Und dann machen wir noch oben die Quest mit dem Ratsmann in Firgrove, wenn wir eh gerade schon mal da sind.
Und wenn wir dann noch Luft haben, dann gehen wir wieder hier hin. Also dann, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis dahin. Tschüss!